Mein Vater hat dich damals gekauft, zusammen mit einem Stückchen Land, auf dem nicht einmal eine Kuh genug Futter findet. Ich genieße die Luft, ich genieße die freie Natur. Zieh es aus. Dein Nachthemd, du sollst es ausziehen. Dreh dich zur Wand. Gesicht zur Wand! Wo ist mein Mann hingefahren? Er ist fort. Und was hat er vor? Darüber solltest du dir keine Gedanken machen. Ich werde mich heute nach London begeben. Du wirst eine Zeit lang allein sein. Haben Sie sich verlaufen? Ich glaube, es ist nicht gut, allzu lange ohne Gesellschaft zu sein. Sie erwarten gewiss schon ungeduldig die Rückkehr Ihres Schwiegervaters, Mrs. Lester, und Ihres Gemahls. Sag, liebst du mich? Aber natürlich. Und du betest mich an? Aber natürlich. Hölle oder Himmel, ich werde dir immer folgen. Du bist zu Hause. Und du hast dich so schamlos aufgeführt und so vollkommen töricht. Du wirst diesen Mann niemals wiedersehen. Wo ist dein Ehemann? Du hast gar nichts von ihm gehört. Kein einziges Wort. An das Kreuz. Ins Gefängnis. In die Tiefe. In die Höhe.